Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Mist Survival. Tja, ich habe gar nicht damit gerechnet, ich habe einfach nur die alten Folgen noch machen wollen, dann wollte ich eigentlich ein anderes Spiel machen. Dann habe ich gesehen, oh, es ist ja die Alpha 03 rausgekommen. Und in der Alpha 03 muss man ein neues Spiel starten. Ich habe noch nicht geguckt, vielleicht kann ich es doch noch umgehen, weil du einen konntest ja auch. Aber wir machen erstmal ein neues Spiel, weil ich glaube, es gibt tatsächlich neue Inhalte. Obwohl da nur was von Bugfixes stand, aber ich glaube, es sind einige Sachen anders. Das hat man alle schon gesagt. Vor 3 Jahren kam der mysteriöse Nebel und ja, der hat halt die Welt verdunkelt. Wir haben uns in den Camp geflüchtet und wir mussten jetzt aus dem Camp fliehen und deshalb geht's jetzt richtig los. Du bist einer von den wenigen immun gegen den Nebel. Ja, genau, hier steht das mit den... Und wir sind genau wie beim letzten Mal genau hier. Ja, Shelter Management. Das ist nichts Neues. Das Mist-Event wissen wir. Pfeile und... Das weiß ich schon. Eisenerztypen. Gibt es keinen neuen? Ah, das ist schön, dass das erklärt wurde. Das hat mir ja anfangs gefehlt. 100 Wert ist ein... Ah, das ist... Moment. 100 Wert... ist ein Bann, aber hier nicht. Warum nicht? Hier sind es nur 2 Bann. Naja. Egal. Und wir haben gleich eine Säge zum Anfang. Das ist doch schon mal ganz nett. Und was ist das? Ja, das mag zwar unser Shelter sein, aber ehrlich gesagt, das Ding ist Mist. Halt, Moment, wir sind doch nicht da, wo ich dachte. Was ist das? Und wir haben gleich ein Upgrade. Ah, jetzt muss ich erstmal... schauen. Das kann ich eh nicht fahren, oder? Nee. Das ist kein fahrbares Auto. Sind wir da hingeflüchtet? Naja, egal. Und ein erster Ast. Wir haben es schon fast geschafft. Wir haben schon fast unser ganzes Zeug wieder. Ich würde natürlich dahin gehen, wo wir jetzt schon mal waren. Allerdings fühle ich mich echt... Moment, ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir sind. Ist das die Farm? Das kann ich, das kenne ich nicht, das Gebilde. Das sagt mir zumindest absolut gar nichts. Das geht ja schon mal ganz interessant los. Die Frage ist, sollte man hier reingehen? Wohl eher nicht. Oh ja, wir sollten hier nicht reingehen. Lasst mich bitte in Ruhe. Uah, was habe ich gerade gesagt? Okay, sie können mir nicht folgen. Das ist schon mal ein Vorteil. Es ist ja noch hell. Und damit das erste Werkzeug, was wir auch brauchen werden. Von daher nehme ich das mal mit. Das lasse ich ausnahmsweise mal hier. Oh, super. Ach ne, ist ein Ast. Ich wollte gerade sagen, hier fliegt schon wieder das erste Zeug. Hab mich geirrt. Ich würde da zwar gerne reingehen, aber nein. Mit bloßen Fäusten hast du nicht wirklich eine Chance gegen die. Yes. Dieses Areal kenne ich wirklich gar nicht. Sagt mir absolut nicht zumindest. Und ehrlich, was ist das? Oh! Oh, seht mal. Das hier unten ist auch neu. Ich nehme mal alles mit. Achso, das geht nicht hier. Taste, Inventar, Equipment, Handschuhe. Wir haben die erste Panzerung immerhin. Handschuhe sind schon mal neu. Das sind zerstörbare Autos. Unsere besten Freunde. Wird auch wieder ein Spaß werden, die Sachen zu finden. Okay, wir haben auf jeden Fall was zu essen und wir haben was zu trinken. Wir sind schon mal nicht so schlecht dran. Was ich finden muss... Wie spät haben wir es denn? Wir haben es noch relativ früh. Ich muss natürlich einen Unterschlupf finden. Das wäre natürlich nicht schlecht. Also, wenn ich eine Basis habe, an der ich mich orientieren kann, dann ist das gar nicht schlecht. Erschreck mich nicht so, Katze.
Und da wir hier anscheinend in einem Gebiet sind, in dem ich mich nicht auskenne, ist das nicht unbedingt gut. Was wir auch brauchen? Eine Waffe. Keine Schusswaffe, sondern einfach nur eine Waffe. Okay, hier gibt's Rehe. Gibt's jetzt seit neuestem Rehe? Das wäre interessant. Hier gibt's Bären. Da gehe ich mal lieber nicht hoch. Aber es ist gut, dass einem das gesagt wird. Dann geh raus. Was mich wundert, nach 3 Jahren sind die Sachen noch relativ frisch hier. Die Schilder sind noch nicht irgendwie vergammelt oder... Ja, wohl, das dauert auch ein bisschen länger. Die sind ja speziell beschichtet, damit das Wetter denen weniger ausmacht. Und daher passt das. Und ja, ich möchte eigentlich nicht in der Nähe des Shelters bleiben. Ich möchte schon gern irgendwo ein richtiges Haus haben. Apropos, gibt's denn jetzt neue Sachen? Das ist alles alt. Das ist alles alt. Da ist nichts Neues. Nichts Neues, nichts Neues. Ah! Das ist neu. Coole Sache, ich kann mir jetzt... da brauche ich einen Hammer. Das heißt, ich kann jetzt endlich mal mehr Häuser bauen. Das finde ich echt gut. Das hat mich ja schon ein bisschen genervt, dass ich immer nur... Das hier hat auch 2 Stockwerke. Strom gibt es nichts Neues, das ist aber okay. Hier ist was Neues, sehe ich gerade. Das sind auch alles normale Sachen. Security Locker hat sich nicht geändert, das ist gleich. Das hat man beim letzten Update auch schon, das ist gleich. Was ist das? Wir können Pflanzen anbauen! Säuezeck. Yeah! Gott, oh, das hab ich so gewollt! Das hab ich so gewollt! Pflanzen anbauen, endlich! Problem ist, wir haben absolut nichts von dem Werkzeug. Was ich eigentlich bräuchte, wäre tatsächlich... Oh, was ist das? Eine Arealbegrenzung, so wie es aussieht. Das ist schon mal ganz gut, denn wenn ich weiß, wo ich nicht mehr weiterkomme, kann ich in die andere Richtung gehen. Das ist die Tunnel. Sag mal, kann es sein, dass sich die ganze Karte geändert hat einfach? Nee, ich glaube, ich war einfach noch nicht. Also die Welt ist noch nicht fertig. So viel wissen wir. Nach rechts fahren? Nee, danke. Ah, LKWs dürfen noch nicht durch. Also mit dem LKW dürfen wir nicht vorbeikommen. Das ist schon mal gut zu wissen. Ah ja. Schickt auch noch mehr von diesen Schildern. Wir haben es noch nicht gesehen. Federn. Muss ich auch mal schauen, ob die Sachen mittlerweile anders laufen. Viele Sachen werden garantiert anders sein. Ich glaube wirklich, die ganze Karte hat sich geändert, weil das erinnert mich ein bisschen an dieses... Das erklärt auch, warum man nicht mehr... Das ist doch dieses Haus. Genau, da hinten war eigentlich dieses Camp. Deshalb darf man auch nicht mehr seinen alten Spielstand nehmen. Okay, da muss man wahrscheinlich wirklich neu anfangen, weil sie alles geändert haben. Oh, Altgas. Nicht so wichtig, aber auch nicht unwichtig eigentlich. Was ich tatsächlich mal bräuchte... Mist. Okay, was haben wir denn, was wir nicht brauchen? Stein. Tut mir leid, Stein, die Munition ist einfach mehr wert. Das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich habe auch noch keine Bandage. Da ich jetzt eine Cola mehr habe. Ich brauche sie aber nicht, ich lasse sie liegen. Ich komme bestimmt nochmal wieder. Oh, ist das Batterien? Batterien sind auch neu. Schmeiße ich eine Cola weg. Also es gibt auch viele neue Gegenstände, das ist sehr schön. Dann weiß ich jetzt aber auch nicht mehr, wo die Mine ist. Oh, ich habe eine Bandage. Ach scheiße, ich habe so wenig Inventarplatz. Ah, dann... Das nervt. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, ob wir sicher sind in einem Gebäude, wenn die reinkommen wollen. Also verdursten werden wir schon mal nicht, das ist super. Wir haben natürlich jetzt kein Auto, wir haben keinen Inventarplatz mehr. Und es... Ich glaube wirklich, die ganze Welt ist anders. Oh, das ist, ich bin mir echt unsicher. Ist das jetzt eine vollkommen neue Welt oder bin ich jetzt einfach nur irgendwo anders? Oh, was ist das? Oh, ein Ast. Oh, super. Okay, Moment, ich muss kurz unterbrechen. Kleinen Moment.
So, da sind wir wieder und guckt mal, wie schöne Farben wir da haben beim Saving. Und hier hätten wir tatsächlich unser erstes Auto, was garantiert noch nicht funktioniert. Aber es wäre rein theoretisch ist es fahrbar. Aber das reicht mir natürlich nicht, dass es einfach ein fahrbares Auto ist, denn das muss funktionieren. Warum zur Hölle funktioniert kein einziges Auto? Und hier haben wir drei Bretter, die ich nicht nehmen kann. Ach, mir ist gerade was eingefallen. Kann ich? Ah, das hätte ich schon immer können. Kann ich noch mehr in die Hand nehmen? Kann ich die Säge in die Hand nehmen? Nein. Also kann ich ein bisschen mehr mitnehmen. Vielleicht brauche ich ja doch. Lieber man hätte, als man hätte. Okay, keiner da. Auch keine Tür fällt mir gerade so auf. Also Scrap Metal, gerade am Anfang hat man ja eigentlich immer genug Scrap Metal. Mann. Mann. ja. Die darf ich nicht, oder? Oh doch, das geht auch. Darf ich das? Nee. Nur Verbrauchsgegenstände, ehrlich gesagt, dann haue ich jetzt das mal weg. Das ist Scharfschützengewehr, oder? Ja. Davon habe ich früher nie was gefunden. Wahrscheinlich, weil es erst später kam. Den kann ich echt gebrauchen. Kann ich noch irgendwas in die Hand nehmen? Es gehen halt nur Verbrauchsgegenstände. Das ist halt echt blöd. Darf ich das in die Hand nehmen? Nein. Darf ich das in die Hand? Nein. Das Zeug würde ich aber gerne mitnehmen. Dann lasse ich lieber das hier. Das brauche ich nicht unbedingt noch nicht. Oh, ernsthaft? Die verarschen mich. Ich verzichte auf das mal. Es geht auch anfangs ohne. Es ist nur ein schöner Bonus, wenn man Feuer machen will, dann fällt es einem halt leichter, wenn man das Zeug hat. Wir kommen bestimmt irgendwann wieder und looten hier alles leer. Hardstick, das ist auch neu. Okay, das scheint wichtig zu sein. Wozu brauche ich einen Hardstick? Das ist so frustrierend, anfangs, wenn man keinen Inventarplatz hat. Kann ich nicht einfach das Ding hier nehmen und zu fahren? Sieht doch sicher aus. Und gerade bei solchen Ansammlungen. Ein Stoppschild, muss ich damit rechnen, dass wir hier Banditen finden. Was ist das? Zigaretten, klar, es ist. Wenn man irgendwas in der Apokalypse braucht, dann sind es Zigaretten. Da ist noch ein Haus. Das ist. Ist das unser erstes Haus? Ich glaube tatsächlich, das könnte das. Wenn es wirklich die Karte so ist, nur verändert, dann ist das eigentlich unser erstes Haus hier. Oh, schön, ist endlich mal ein richtiges Haus. Und haben sie jetzt eingebracht, dass man hier. Ne, das muss man immer noch nicht verteidigen, das ist sehr schön. Also zur Not könnte ich hier drin bleiben. Cola und Pfirsiche, die kann ich eigentlich mitnehmen. Nicht in der linken Hand, darf ich das nicht in die linke Hand nehmen? Haupthand und rechte Hand. Das ist echt ein Jongleur-Profi, muss ich sagen. Was der alles in einer Hand halten kann. Es ist zwar ein bisschen ärgerlich, dass ich halt das ganze Zeug nicht mehr habe, aber wir haben eine schöne neue Welt zu erkunden. Das ist auch schön. Ich vermute wirklich, wir sind. Ich bin mir aber echt unsicher. Es wirkt halt doch anders, aber irgendwie auch so vertraut. Da, diese Tankstelle, erinnert ihr euch nicht dran? Die war auch auf der Hauptstraße. Nee, ich glaube, ich bin wirklich woanders. Aber das ist das Motel. Das ist die Hauptstraße nur verändert. Ich denke es immer wieder, aber dann denke ich auch irgendwie nicht. Kommt man da rein? Sind bestimmt Gegner drin. Question Startup. Tassimov Story, ich will das gerne mitnehmen.
Gerade in dieser Welt ist das doch bestimmt angenehm. Oh, und den Kühltheken haben wir leider nichts. Da ist noch eine Cola, die brauche ich jetzt aber nicht. Da ist ein bisschen was zu essen. Das brauche ich aber tatsächlich gerade auch nicht. Das werde ich mir dann alles später wiederholen. Ich glaube, ich habe erstmal genug gelootet. Sofern ich jetzt nicht irgendwelches Werkzeug finde, was ich noch bräuchte. Oh, das ist die unzerstörbare Soda. Also die Soda geht nicht kaputt. Die Colas gehen mit der Zeit kaputt, aber diese Soda-Dinger nicht. Ah, die Tür ist kaputt. Was ist das? Ach, eine Platine, die brauche ich jetzt auch noch nicht. Die brauchen wir später für Lichter und dergleichen. Ja, das ist ja mega scheiße, jetzt kommt nämlich der Nebel. Ich würde gern zurückgehen in das Haus. Ich würde gern zum Haus zurückkommen. Das ist Mist, Mist, Mist. Wenn der Nebel kommt, für die, die es noch nicht kennen, dann kommen nämlich die Gegner. Massig. Also normalerweise ist es so, dass die Gegner in einigen Häusern sind und nur ab einer gewissen Uhrzeit raus können. Aber wenn der Nebel kommt, dann kommen die überall. Denn da erscheinen die auch plötzlich. Deshalb müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen, dass wir möglichst zu einem Haus kommen. Denn draußen möchte ich nicht bleiben, weil ich absolut nichts habe, um uns zu verteidigen. Ich bin zu weit gerannt. Oder? Hier war es irgendwo. Da. Und sobald wir so ein komisches Geräusch hören, dann kommen die auch. Hey, ich könnte mal da hochgehen. Vielleicht bin ich da sicherer. Ist auf jeden Fall ein besseres Haus mit... Ah, diesen Bug haben sie noch nicht behoben. Also, wie gesagt, hier sind wir sicherer. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ich bin absolut wehrlos. Gut. Gut. Das Beste, was man machen kann, ist eigentlich verschlafen. Versuch's mal, aber wenn wir schlafen, läuft die Gefahr, laufen die Gefahr, dass sie angreifen. Aber das haben sie noch nicht verbessert. Gut. Ich hoffe, die kommen nicht rein. Gut, den Hammer. Oh, super, wir nehmen nicht mehr... Oder doch? Oh, doch, wir nehmen immer noch so massig Schaden. Und die kann man jetzt auch looten. Das läuft jetzt anders. Früher sind die immer verschwunden und... Na, egal. In der Hoffnung, dass die jetzt weg sind. Der Nebel ist immer noch da. Die sind hier irgendwo. Aber sie können anscheinend immer noch keine Türen öffnen, was gut ist. Dieses Force-Wake-up kommt immer, sobald irgendwo in der Nähe Gegner sind. Ey, ein Glück hatten wir diesen Hammer. Ich weiß nicht, ob die hier rein können, aber wenn ihr das hört, dann sind die hier irgendwo. Kann sein, dass sie nicht mehr verschwinden. Ins Licht gehen sie nicht. Gut, oh, da ist ja noch ein Koffer. Na endlich! Trinken wir erstmal schnell eine Cola. Das ist doch schon mal, das ist eine richtige Waffe. Die sieht auch viel cooler aus, jetzt muss ich sagen. Damit können wir auch Bäume fällen. Kann sein, dass sie sich jetzt oben eingenistet haben. Und ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, das war ein kleiner Kratzer. Man stirbt relativ schnell. Die bleiben jetzt auch. Interessant. Das ist cool mit dem Funken. Dass sie jetzt auch wirklich... Das erinnert mich ein bisschen an I Am Legend. Also ist sie wahrscheinlich auch gedacht. Ich würde jetzt gern weitergehen. Vielleicht ist unser ehemaliges Haus auch noch da. Und hier ist ein umgekippter Schulbus. Und da ist noch ein normaler Schulbus. Und in diesem Motel ist jetzt ein Bär, das auch ganz anders aussieht. Bären sind übrigens noch viel schlimmere Gegner. Der frisst uns auf, glaubt mir. Der macht Hackfleisch aus uns. Er schneidet uns in Streifen und brät uns. Also wenn ich dann eine richtige Waffe habe und vielleicht eine Basis, dann werden wir das mit ihm machen. Dann werden wir ihn einfach... Okay.
Das könnten Banditencamp sein. Wenn die so umzäunt sind, muss man damit rechnen. Ich glaube, das sind auch welche. Ich glaube, ich habe da welche gesehen. Da sind welche. Das missfällt mir sehr. Ja. Da könnten wir natürlich später jemanden rausholen, unter Umständen. Da kann man nämlich Leute befreien. Also für die, die das Spiel noch nicht kennen. Und die können einem dann helfen. Die können einem Arbeiten abnehmen und sowas. Aber Banditen sind nicht freundlich. Die greifen euch an, sobald sie euch sehen, und die haben immer, also früher hatten sie zumindest immer gute Schusswaffen. Abstrakte Kunst. Brauchen wir alles nicht. Vielleicht haben sie auch endlich mal geändert, was man für diese Äxte und alles braucht. Denn früher brauchte man wirklich haufenweise schlechtes Qualitätsmetall. Und ja, das ist relativ. Man hat echt massenhaft davon gebraucht. Dann hat man haufenweise andere Rohstoffe gehabt, die man gar nicht gebraucht hat. Okay, könnte das unser ehemaliges Haus sein? Es ist unser ehemaliges Haus. Sehr schön. Das werde ich natürlich gleich wiederholen. Der Turm ist ein bisschen verändert. Ich glaube, der stand da weiter hinten. Und hier mit unserem Spielplatz. Ich glaube, das ist auch neu. Ist das schon in Wasserfüll? Nee. Das hier ist neu. Ich glaube, das Haus ist nie fertig geworden. Oder zumindest war es noch im Bau. Das hat endlich mal eine Tür gekriegt. Schön. Oh, es ist eine richtige Garage geworden, was ich gut finde. Die haben eine richtige Garage hingestellt. Das war früher alles offen. Das heißt, ich kann auch wirklich mein Auto mal reinparken. Schauen wir doch mal, wie es im Innern aussieht. Aber erstmal meine Basis. Ja, hat sich nicht verändert. Schade. Oh nein, hier wächst schon das Gras durch. Gefällt mir nicht. Oh, willkommen. Aber nur, wenn du kein Bandit bist. Ist jetzt endlich ein Keller da? Nee, immer noch nicht. Schade. Ein Ofen. Auf jeden Fall kann ich. Wir haben, ich sehe gerade, wir haben deutlich weniger Zeug hier. Das heißt aber, ich kann jetzt erstmal anfangen, mein ganzes Zeug abzuladen. Also alles, was wir nicht brauchen, bis ich dann richtige Schränke habe. Oh, das ist super. Schränke. Ich packe einfach mal alles hier rein. Hau mal hier dieses Zeug rein. Und dann müsste ich eigentlich tatsächlich schon anfangen, Sachen zu bauen, die wichtig sind. Das hier, Komponenten und sowas sind sehr wichtig. Baumaterial, Hartstick. Das sind Nägel, die sind auch gut. Und wir haben noch mehr Streichhölzer. Und ein bisschen Munition kann man hier lassen. Die bringt uns gerade eh nichts, weil wir keine einzige Waffe haben, um damit zu schießen. Ich freue mich gerade wie ein Schnitzel. Und haben wir noch hier oben im Bett oder ist das auch weg? Ah, Mist. Aber wir haben dafür Schränke gekriegt. Auch nicht schlecht. Oh. Das ist so ein kleines Cupboard-Ding. Nehme ich mit. Und die Dinger mag ich eh nichts einsortieren, wenn ich ehrlich bin. Ist hier jetzt irgendwas drin? Oh ja. Vielleicht haben sie auch jetzt endlich eingebaut, dass man. Man muss ja einen Berserker töten, um. Oh, ach, dieser Strich hat irgendwie Stil. Der macht tatsächlich mehr aus diesem Raum. Der Berserker hat ja solche speziellen Baupläne hinterlassen. Es kann sein, dass die jetzt mittlerweile einen Sinn haben. Wäre zumindest nicht schlecht. Und das hier alles wird später noch umsortiert. Okay, das kann ich alles wegmachen, das ist gut. Ja, das machen wir später auch weg. Unsere Axt leidet zumindest gerade noch sehr stark darunter, darum machen wir das später weg. Oh, gut, dass ich den Herzstück mitgenommen habe.
So, dir fehlt wahrscheinlich alles. Sag mal, warum sind die Dinger so... Oh, das ist sogar ein guter. Das ist ein gutes Auto, da passt sehr viel rein. Diese Autos sollte man nehmen. So, was braucht man denn eigentlich alles? Ist eine Mülltonne? Was ist genau? Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen Zeug entsorgen später. Ja, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das ist so cool. Säule, keine Ahnung, wie ich das kriege. Ich habe auch noch kein Messer. Okay, fangen wir doch mit den wichtigsten Sachen an eigentlich. Klar, es ist sehr viel mit einmal. Und zwar müssen wir eigentlich mit der Schmiede wieder anfangen. Bretter, Steine, eine Menge Zeug. Oh, das lässt sich aber beschissen lassen. Und ich würde es gern so wieder bauen, wie wir es hatten. Wie waren das? Q und R. Wir haben nichts davon. Wir brauchen Steine und Nägel. Und eigentlich bräuchte man auch eine Workbench. Steine könnten wir schon mal sammeln. Die werden wir auch noch brauchen. Und auch Blätter werden wichtig. Oh, das wird ein bisschen dauern, bis wir alles wieder haben. Ich hätte ein richtiges Waffenarsenal. Ich hätte 4, 5 Autos zusammenbauen können aus dem Zeug, was ich hatte. Ist alles futsch. Ich hatte genug Munition, um damit einen Krieg zu beginnen eigentlich. Und was mich noch interessiert. Okay, der Wind ist noch nicht implementiert, schätze ich. Es wird aber kommen, garantiert. Da haben wir schon. Das ist das Haus am See, glaube ich, oder? Also eins der Häuser am See. Und da verwirkt sich ein bisschen Zeug dran. Ein Tier war früher immer ein Bär, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich glaube auch, der See hat sich ein bisschen verändert. Nachteile, hier drin sind Gegner. Genau. Und gerade solange wir keinen Bogen haben, sind wir halt echt am Arsch. Kann man jetzt wenigstens mittlerweile da oben hin? Nö. Da kommt man nicht hoch, das ist so blöd. Dass die Häuser platziert haben, indem man nicht hochkommt. Ja. Aber ich habe nichts, um sie effektiv zu töten. Geht doch. Aber wir kriegen halt richtig Schaden durch die. Und Medikamente, was auch nicht schlecht ist, glaube ich. Ich glaube aber, wir bluten nicht mehr so extrem schnell wie früher. Ah, ich bin schon unwill. Ja. Wir haben keine effektive Waffe. Das ist blöd. Und ich muss auch sagen, früher waren die leichter zu töten. Mit der Axt hat man einen Schlag gebraucht, da waren die tot. Deshalb lohnt es sich auch immer zu speichern vor solchen Sachen. Wir haben halt keine Fernkampfwaffe und wir haben auch kein Messer. Mit dem Messer könnte man sich an die ranschleichen und sie von hinten erstechen, aber ich hab alles nicht. Ich hab eigentlich gar nichts. Ich kenne mich nicht in dieser Welt aus. Ich weiß noch, wie die Mechaniken funktionieren. Das ist ein sehr großer Vorteil für mich. Aber alles andere. Mir hätte es ja ehrlich gesagt schon gereicht, wenn ich wenigstens mein Haus hätte behalten können. Ey! Ich beklau euch! Mann! Den könnte ich jetzt wunderbar von hinten erstechen. Mann, ich erwische dich gar nicht. Schön, dass die mich treffen, ich die aber nicht.
ich hasse das, wenn das passiert. Ich habe zweimal den vorbeigeschlagen. Das ist voll blöd. Und wenn wir reviven, wir verlieren Sachen aus unserem Inventar. Also man kann nicht sterben. Man passiert. Vielleicht sollte ich da einfach nicht reingehen. Wir verlieren Sachen aus unserem Inventar und alles, was wir in unserer aktuellen Basis haben, kann gestohlen werden. Also je nachdem. Deshalb gibt es auch diese Security Lockers, die wir vorhin gesehen haben. Denn was da drin ist, hat deutlich geringere Chance, um geklaut zu werden. Was du in normalen Kisten hast, das hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, geklaut zu werden, aber alles andere nicht. Gehen wir in das Haus, das war soweit ich weiß immer. Ah, gibt es jetzt eine Quick-Taste? Tauchen geht immer noch nicht. Schön, da komme ich nicht hoch. Tag 1 noch? Boah. Wenn es jetzt übrigens neblig wäre, würden die rauskommen. Das wäre sehr schlecht für uns. Und sehe gerade, das Zeichen ist immer noch auf unserer Axt drauf. Dieses Bergarbeiter-Symbol.